Heute haben wir Reporter Steffen in Wuppertal abgesetzt. Wie immer hat er keinen blassen Schimmer, welche Mission ihn heute erwartet. Wuppertal. Da bin ich dieses Mal. Die Informationen, die ich bekommen habe, sind sehr spärlich, ja, und helfen mir überhaupt nicht weiter. Ich soll einen Personalausweis mitbringen und ob ich irgendwelche Medikamente nehme. Klingt erstmal harmlos, ist es aber nicht. Das ist Steffen und er hat eine Mission. Wir wollen wissen, wie es sich anfühlt. Er muss seine Ängste überwinden und an das Limit seiner Kräfte gehen. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht. 3 Tage habe ich Zeit. Komm, bist du schwindelig, ey. Für uns ist Steffen auf Mission mittendrin. In Wuppertal wird Steffen heute von einem ganz besonderen Shuttle-Service abgeholt. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. Guten Tag. Servus. Aha, ein Zettel. Sie sind der Herr König. Ja, das bin ich. Herr König, ich habe hier eine Einladung für Sie. 3 Tage Jugendknast. 3 Tage hinter Gittern. Keine Mission für Weicheier. Ich fühle mich direkt schuldig, ja, obwohl ich wirklich nichts. Ich habe nichts getan, fühle mich sofort schuldig. Also nichts, was die wissen könnten zumindest. So, bitte einmal umdrehen. Ja. In der JVA Wuppertal-Ronsdorf sitzen über 500 Gefangene ihre Strafen ab. Kann das schon sein, dass mir da echt jetzt ein Mörder über den Weg läuft in den nächsten Tagen? Das kann durchaus passieren. Die Anweisungen der Bediensteten sind Folge zu leisten. Das heißt, was ich sage, wird gemacht. Man gewöhnt sich an alles, auch an Knast. Die Nacht war schrecklich. Ab sofort war's das mit der Freiheit, Steffen. Ich fühle mich total überrumpelt und ich finde das so fies. Ich dachte, man hat die ganz klasse so nebeneinander, die Hände, aber so ist echt gemein, ne? Weil du überhaupt nicht dich bewegen kannst. Die Dinger schneiden hier auch übelst rein. Also es ist echt unangenehm. Und ich rieche die kriminelle Energie in diesem Wagen. Ich will gar nicht wissen, was hier schon für Leute mittransportiert worden sind, ey. Knast, Alter. Scheiße. Langsam ahnt Steffen, dass es 3 knallharte Tage werden. Und die wird er nicht alleine absitzen. Auf dem 10 Hektar großen Gelände in Wuppertal-Ronsdorf sitzen seit August 2011 ca. 500 Jugendliche ihre Haftstrafen ab. Das ist schon ein komisches Gefühl, da jetzt so reinzufahren, ne? Ich frage mich ja die ganze Zeit, was sind das für Leute, die hier drin sitzen? Sind da Mörder dabei, Kinderschänder? Richtig, Steffen. Hier sitzen keine lieben Jungs. Von Mord, Raubüberfall, Diebstahl, schwerer Körperverletzung oder Betrug. Hier ist alles vertreten. Wer durch dieses Tor fährt, kommt so schnell nicht wieder raus. Oh, komisches Gefühl. Echt ein komisches Gefühl. Und das bleibt auch so, Steffen. Ab jetzt stehst du unter Beobachtung. Sie sind zum ersten Mal im Vollzug? Ja, allerdings. Gut, ich habe jetzt ein paar Fragen an Sie, die wir im Vorfeld klären müssen. Okay. Jeder, der hier eingebuchtet wird, muss sich erst einmal den Fragen der Justizvollzugsbeamten stellen. Die Beamten müssen schließlich ganz genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich muss ja sagen, das Erste, was mir auffällt, ist, dass sein Stuhl offensichtlich ein gutes Stück höher ist als meiner. Ja? Man wird schon gleich in so eine Unterwürfigkeitshaltung reingepresst. So. Man guckt so leicht nach oben. Wie sieht es bei Ihnen mit dem Konsum von Drogen, Alkohol aus jeglicher Art? Alkohol trinke ich schon mal. Alkohol, ja. Regelmäßig, unregelmäßig? Unregelmäßig. Wie oft ungefähr? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Wann war der letzte Konsum? Gestern Abend. Gestern Abend. Ja, war es aber mehr als 1 Liter. Na super, Steffen. Vielleicht ist es doch besser, über die anderen Inhaftierten zu sprechen. Wie sind denn die Leute normalerweise drauf? Also was, wie sitzen die ihnen gegenüber? Es ist mal so, mal so. Man hat einmal die eine Hälfte, die kommt hier rein, die ist recht niedergeschlagen, die ist fertig mit der Welt, die heulen hier wie ein kleines Kind. Tatsächlich, ja. Andere Leute sind komplett gleichgültig, denen ist es scheißegal, dass die hier sind. Die lehnen sich in dem Stuhl zurück, machen einen auf cool, als könnte ihnen keiner was anhaben. Aber daran merkt man auch, diese Leute sind schon vorinhaftiert gewesen. Die haben Erfahrung, die wissen, was auf sie zukommt. Es gibt tatsächlich Leute, die fühlen sich in Haft wohler als draußen. Okay. Die sind quasi dann zu Hause. Die haben draußen keinen mehr, die haben nur noch schlechte soziale Kontakte. Wenn sie länger inhaftiert sind, eine Jugendstrafe geht bis zu 10 Jahren,
wenn die rauskommen, ist es natürlich schwierig. In 10 Jahren verändert sich draußen viel. Da kommen diese Menschen draußen absolut nicht mehr klar. Und das gibt's dann unterschiedliche Bereiche. Habe ich jetzt nur mit den Einbrechern zu tun? Oder kann das schon sein, dass mir da echt jetzt ein Mörder über den Weg läuft in den nächsten Tagen? Das kann durchaus passieren. Da bin ich echt mega gespannt, was das für Vögel sind. Das Gefühl, alleine vielleicht hier einem Typen über den Weg zu laufen, der ein Messer in jemanden reingerammt hat oder was auch immer, ja, halt umgebracht hat, willentlich so, das finde ich, das macht mir richtig Angst. Aber jetzt schon schwächeln, Steffen? Damit ein richtiger Knastbruder aus unserem Reporter wird, geht's in die Umkleide. Hier muss Steffen sich von allem trennen, was er anhat. Gut, Sie werden sich jetzt komplett entkleiden. Wie wir es eben besprochen haben, Sie geben alles ab, was Sie haben. Okay. Hier sind Ihre Sachen, die Sie gleich kriegen würden. Neben Bettzeug und Zahnbürste bekommt Steffen hier sein passendes Knastoutfit. Größe und Styling ist hier allerdings totale Nebensache. Auch. Ich sehe jetzt nicht so Gangster aus. Ich dachte, ich habe so, kann die schön tief tragen oder sowas. Herr König? Ja. Mir mal folgen. Jetzt wird's ernst. Neuzugang Steffen ist auf dem Weg in sein neues Zuhause. Bei fast 3000 Türen kann so ein Gang aber schon mal länger dauern. Die Justizvollzugsanstalt ist der modernste Knast Deutschlands. Hier gibt es fast nur Einzelzellen und Einzelduschen, damit es nicht noch einmal zu Folter oder Mord unter den Häftlingen kommen kann, wie vor ein paar Jahren in der JVA in Siegburg. Die Stimmung ist trotzdem beklemmend. Na, was sagst du, Steffen? Luxus ist anders, ne? Das ist wie so eine Jugendherberge. Ein Radio. Ein Fernseher sehe ich nicht. Und da ist kein Flatscreen dahinter, befürchte ich. Flatscreen im Knast? Was ist denn das hier überhaupt? Warum sind denn diese schwarzen Dinger hier dran? Genau, diese schwarzen Dinger, das ist die einzige Möglichkeit, wo Sie Bilder oder Poster aufhängen können. Okay. Keine Poster an die Wände kommt gar nichts. Okay. Nur Poster und Fotos. Folgendes noch, Herr König. Sie sind ja zum ersten Mal inhaftiert. Die Anweisungen der Bediensteten sind Folge zu leisten. Das heißt, was ich sage, wird gemacht. Okay? Okay. Damit wir uns da im Klaren sind. Ja? Eine Freistunde steht Ihnen ja am Tag zu und Sie haben Anspruch auf 2x Sport die Woche. Wenn Sie Arbeit bekommen, ist natürlich die Möglichkeit, dann den Haftraum auch zu verlassen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich möglichst schnell zum Arbeiten komme. Ey. Und Sport brauche ich bestimmt auch, sonst drehe ich hier durch. Und damit das nicht passiert, kann man hier bei guter Führung Sport machen und sich richtig auspowern. Denn das ist das Konzept der Anstalt. Beim Fußball sollen die Jungs Teamgeist lernen. Das soll sie auch auf die Zeit nach dem Knast vorbereiten. Aber auch Schule und Ausbildung werden hier gefördert. Ziel der JVA ist, dass die Gefangenen eine Aufgabe und eine Perspektive bekommen, damit sie nach der Entlassung keinen Mist mehr bauen und straffrei bleiben. Bei Steffen heißt es aber gerade Zeit totschlagen, planlos rumhängen. Löcher in die Wand starren. Alltag im Knast. Herr König, ich stelle Ihnen den Hausarbeiter der Abteilung A2 vor. Okay, Hausarbeiter? Hausarbeiter, das ist so, kann man sagen, die rechte Hand vom Abteilungsbeamten. Er sorgt hier für die Sauberkeit auf der Abteilung. Okay. Und verteilt Essen. Und ich hatte mir gedacht, dass Sie den unterstützen, den Herrn, den Hausarbeiter. Und kommen Sie einmal mit. Ja. Endlich raus aus der Zelle. Hausarbeiter ist ein Job, den man nur bei guter Führung bekommt. Steffen. Dank dir. Ah, guck mal, das ist schöner als bei mir auf jeden Fall. Oh ja, viel schöner. Erinnerungen an draußen schmücken Emanuels Zelle. Nur so kann er es auf Dauer hier aushalten. Wegen einer Gewalttat ist er zu 20 Monaten verurteilt worden. Wie lange bist du hier schon? Ich bin jetzt knapp 5 Monate hier. 5 Monate? Genau. Und? Ja, man hat sich eingelebt, ne? Wie viele Stunden verbringst du dann jeden Tag hier im Zimmer so überschlagen?
knappe 10 Stunden. 10 Stunden pro Tag. Ja, ich bin jetzt Hausarbeiter, ne? Ich bin oft auf Abteilung. Okay, also du darfst öfter raus, als man normalerweise dürfte, heißt das? Genau. Okay, also schon ein Privileg auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Okay, ja, das ist ein kleiner? Genau. Oh Gott, süß. Das muss ja hart sein, oder? Wie oft siehst du den? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, auch vor 6 Monaten. Und ich möchte auch nicht, dass er halt zu Besuch kommt, wegen Gefängnis halt, ne? Ja, das ist es. Der ist jetzt im August 3 geworden. Die Gedanken an seinen Sohn machen dem jungen Papa die Zeit im Knast erträglicher. Wenn er hier rauskommt, will er alles besser machen. Jetzt gleich haben wir Freistunde. Freistunde? Genau. Okay. Können wir zusammen rausgehen, ne? Ja, sehr gerne. Pass ich ein bisschen auf dich auf. Ja, mach doch mal, Alter. Wir können Tischtennis spielen. Okay. Karten wird oft gespielt. Ja. Sonst eigentlich nichts. Aber das kann schon mal sein, dass sich da jemand provoziert fühlt? Wie schnell geht sowas? Wir hatten letztes Mal eine kleine Auseinandersetzung, ja, wegen einem Tischtennisschläger. Sowas zum Beispiel. Aber was halt, also ich meine, wegen dem Tischtennisschläger? Ja, wir machen das immer so, derjenige, der rausfliegt, wir spielen ja einen Rund auf. Genau, ja, der soll dann den Schläger abdrücken. Ja. Und der hat es nicht getan. Und dann kam er halt auf mich zu, ja, gib mir den Schläger und so. Und dann wird halt geschubst und sowas. Und dann kann es auch mal zu einer Schlägerei kommen. Also das Aggressionspotenzial ist relativ hoch wahrscheinlich, ne? Ich bin hier gefangen. Ich will raus. Ich bin hier gefangen. Mit einem mulmigen Gefühl verlässt Steffen seine Zelle für den Freigang auf dem Hof. Wie werden die anderen Häftlinge auf den Neuling reagieren? Wär's aus Stein. Harte Zeiten, du musst hart sein, um zu überleben. Pure Trauer, denn das Glück hat uns übersehen. Alles drückt auf meine Seele hier. Hölle aus Stein, Hölle aus Stein. Ja, das war also mein erster Freigang. Ich wusste jetzt auch nicht, was auf mich zukommt. Habe mich so ein bisschen erst mit Manuel gehalten. Weil ich dachte, da bin ich auf der sicheren Seite. Und ich habe nicht gefragt, wie es ist mit, was sie genau gemacht haben. Wurde mir hier auch nochmal nahegelegt, mich da eher zurückzuhalten, so nach den Vergehen zu fragen, weil es nicht immer so gut ankommt. Aber sonst, ja, es hätten jetzt auch meine Jungs irgendwie vom Schulhof sein können, so mehr oder weniger, sag ich jetzt mal. Ja, man sieht denen jetzt nicht an und man hört es denen auch nicht an, dass die was auf dem Kerbholz haben. Steffen hat seinen ersten Hofgang überstanden. Jetzt ist es Zeit für seine erste Aufgabe als Knasthausarbeiter. Gimme this, gimme that, gimme this, gimme that, bitch, step back and stop trying to jack. But Mr. Dope Man, wir werden jetzt den Hausarbeiter unterstützen bei der Kostausgabe. Kostausgabe? Genau, und das tragen sie halt aus hygienischen Gründen. Das muss der Hausarbeiter tragen. Okay. Ja? Ah, das ist ein Standard, das ist seine Standardausrüstung, ganz genau. Steffen muss mit Emanuel das Abendbrot an die Gefangenen verteilen. Jeder hier auf der Abteilung isst sein Essen allein in seiner Zelle. Ich dachte ja, die gehen alle in so einen großen Kantinenraum zum Essen. So habe ich mir das vorgestellt. Ne? Nicht, dass die da immer alle auf ihrem Hütchen hocken müssen. So. Das war mir nicht klar. Aber es gibt ja nicht nur Brot, oder? Oder gibt es hier wirklich Wasser und Brot? Nein, wir haben hier verschiedene Sachen. Wir haben heute Tomaten. Okay. Du sagst mir, was ich machen soll, ne? Ich kann dir gerne auch helfen. Steffen darf aber erstmal nur Tee und Wasser mit Sirup verteilen. Das ist das Top-Getränk hier im Knast. Und trödeln sollte Steffen besser nicht. Regelmäßige Abläufe sind hier total wichtig. Die Gefangenen wollen ihr Essen pünktlich bekommen. Sonst gibt es Stress. Das ist okay. Ja, wir machen das doch jetzt. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja? Nehmen Sie noch mal kurz Platz. Und dann kriegen Sie ihr Essen. Die Situation ist schnell unter Kontrolle. Trotzdem hat Steffen Schiss gekriegt. Also jetzt, ne? So durch die Hofnummer gerade hatte ich so ein bisschen vergessen, wo ich hier bin. Aber jetzt ist gerade einer so richtig aggro geworden auch, weil er sein Essen nicht rechtzeitig bekommen hat. Ja. Hat sich schon so, okay, alles klar. Also, man kann sich auch von solchen Leuten fernhalten, ne? Ja. Hier rein, da raus. Nachdem alle Insassen versorgt sind, darf auch Steffen endlich sein Abendessen verdrücken. Danach ist Umschluss angesagt. Dann darf jeder Gefangene maximal 3 Stunden zu einem anderen auf die Zelle. Hier wird über alles gequatscht, was wichtig ist. Fast immer über das Leben draußen.
Ist es mittlerweile, was würdest du sagen, das fühlt sich jetzt total normal an, hier zu sein? Oder gibt es auch Tage, wo du morgens aufwachst und wieder aufs Neue kapierst, scheiße, Alter, ich bin ja immer noch in dem fucking Knast? Also man denkt jeden Tag an draußen, also wie es ist, wenn man wieder draußen ist, und man freut sich halt. Meistens ist das bei mir abends, wenn ich dann abends im Bett liege, gucke Fernsehen, ja, denke ich drüber nach. Oh, dauert noch ein bisschen, bis ich rauskomme. Ja, aber du hast so eine Strichliste, hast du nicht, ne? Ist doch, so eigentlich, ja. Hast du? Ja, haben wir. Echt? Die am Schrank. Nee, oder? Ach, ja, abgefahren, guck mal. Ach ja, geil, Alter. Muss sein, oder? Ja, es hat aber auch negative Seiten. Wenn man da drauf guckt, dann sieht man, wie viele Monate noch, ne? Und dann muss ich auch sagen. Und was vermisst du am meisten? Meine Familie. Und die Freiheit. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Eigentlich alles. Emanuel hat hier viel Zeit, über seine Tat nachzudenken. Sein Sohn wird in der Zeit ohne ihn groß. Empfindet man dann Scham so dem gegenüber? Ja, schon. Auf jeden Fall. Wirst du ihm das später mal erzählen? Wenn er alt genug ist. Ja. Also nicht zu früh. Es wäre ein bisschen doof, wenn er erfährt, dass sein Papa, ne, im Gefängnis gesessen hat. Steffen hat den ersten Knasttag überstanden. Er kann wieder in seine Klamotten schlüpfen, denn diese Nacht darf er nochmal in Freiheit verbringen. Ist das Einzige, was zählt? Oh, das fühlt sich gut an. Nochmal ausschnaufen hier, alter Schwede, ja, Tag 1 ist vorbei. Was sich jetzt echt verfestigt hat bei mir, ist so der Eindruck, wie verrückt, dass Jungs, die so nett sind, ja, also als ich da draußen mit dem auf dem Hof unterwegs war, das waren ganz normale, nette Jungs, und dann schaut man sich diesen Bau von außen an, ja, Hochsicherheitsgefängnis, ja, die hocken da nicht zum Spaß, die hocken nicht, weil sie einer Oma eine Handtasche geklaut haben, sondern die haben echt was auf dem Kerbholz, die Jungs, und kommen so nett daher, ja, und ich hab's echt vergessen. Das wird mir noch eine Weile durchs Hirn spucken heute. Viel Zeit zum Nachdenken hat Steffen nicht. Denn schon um 6 Uhr morgens muss er wieder im Knast antreten. Und der ist umgeben von 29 Kilometern Zaun. Durchschnittlich ein Jahr sitzen hier kriminelle Jugendliche ihre Haftstrafen ab. Und jeder Tag beginnt wie der andere. Trotz Sport und Ausbildung 10 Stunden alleine in der Zelle. Zeit für die Gefangenen, um über ihre Verbrechen nachzudenken. König, ja. Dann können wir zur Arbeit schreiten. Heute wartet ein neuer Hausarbeiterjob auf Steffen. Als erstes machen wir die Duschen. Okay. Damit die ganzen Jungs duschen können. Ja. Einen auf Knastputze machen. Immer noch besser als den ganzen Tag in der Zelle abhängen. Doch zum Putzen braucht man Putzzeug. Und auch das hier ist im Knast, wie alles andere auch, eingeschlossen. Dass du immer darauf warten musst, dass irgendwas für dich aufgeschlossen wird. Ne? Du kannst durch keine Türe einfach so durchmarschieren, du kannst keinen Duschraum einfach so öffnen. Immer musst du warten, dass jemand anderes für dich aufmacht. Voll abstrus. Aber noch ein ganz anderes Thema geht Steffen nicht aus dem Kopf. Weißt du, was mir eingefallen ist? Als ich hier reingefahren bin, oder als ich mitbekommen habe, dass ich in den Knast muss, war natürlich die Seife in der Dusche. Was ist denn da dran überhaupt? Ach, ich meine, hier habt ihr jetzt Einzelduschen, klar, hier wird es wahrscheinlich schwierig. Also ich war ja vorher in Höfelhof, da gab es auch nur eine Gruppendusche. Und sowas ist eigentlich schwachsinnig. Das ist ein Gerücht, sag ich mal. Ja? Ja. Also ich weiß ja nicht, wie das in E-Vollzogen ist. Also Erwachsene? Das ist ja schon eine Stufe höher. Dass es da anders abgeht? Ja, ich glaube schon. Aber hast du da Schiss gehabt beim ersten Mal so da reinmarschieren? Ich hatte ein ungutes Gefühl auf jeden Fall. Ja, aber dann bist du, ich meine, duschst du dann erstmal so mit dem Arsch an der Wand die ganze Zeit? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wie, also keine Ahnung, Alter, wenn ich das erste Mal in den Knast komme und jetzt ist Duschzeit, ich hätte echt Schiss halt. Ach, braucht man eigentlich nicht haben. Weil wenn man die Leute dann kennenlernt, dann weiß man, dass das nicht so ist. Dass es nicht so ist. Genau. Steffen hängt wieder in seiner Zelle ab und hört plötzlich Gesang. Und will wissen, wer da in der Nachbarzelle Musik macht. Das heißt der Herr König. Ja. Wir haben gestern uns ja schon mal gekommen. Guten Tag. Zeig mal, Alter. In seinen selbst komponierten Songs drückt Thomas seine Gefühle aus.
ist versunken in Einsamkeit. Es ist die Stille, die dich zum Weinen bringt. Es ist die Einsamkeit, die dich zum Schweigen bringt. Es ist die Wut, die dein Herz zerreißen lässt. Es ist der Stolz, der dich weiterleben lässt. Jetzt hätte ich voll Gänsehaut bekommen, ey. Schön, Mann, ey. Krass. Wenn man Aggressionen hat, wenn man wütend wird, wenn man hier auf die Probe gestellt wird von anderen Mitgefangenen, dann ist das halt, wenn ich einen Song schreibe, ist das für mich halt eine große Last, die abfällt. Und so kann ich auch die Zeit hier überstehen. Wie lange bist du denn schon hier? Also insgesamt, ich war mit Unterbrechung draußen. Okay. So, aber mit also insgesamt 6 Jahre jetzt. 6 Jahre? Ja. Gab es so Abschnitte in deinem Leben, die ganz normal waren? Oder war immer irgendwie was bei dir los? Ja, das ist das Problem. Ich bin so groß geworden. So wie ich bin ich groß geworden. So, ne? Weil die Familie war da, aber kein fester Halt. So, keine Ahnung. Keiner, der mich mal in Arsch getreten hat, auf Deutsch gesagt. Mhm. So, wenn man in so einer Umgebung aufwächst, so, dann kennt man das gar nicht anders. Aber ich habe natürlich auch mal normal gearbeitet und dies und das. Ich habe versucht, alles auf legalen Wege zu machen und so. Das hat auch anständig funktioniert, aber da kam ein Schicksalsschlag. Ja, dann wird man dann wieder rückfällig oder so. Das geht schneller, wie man gucken kann. So. Diebstahl, Einbruch, Betrug. Thomas' Strafregister ist lang. Anders als Emanuel hat er draußen keine Perspektiven und niemanden, der auf ihn wartet. Wie geht man mit sowas um, irgendwie, wenn man dann halt vor vollendete Tatsachen gestellt wird, plötzlich hier hockt und denkt, scheiße, das ist jetzt die Konsequenz aus dem, was ich gemacht habe? Ja, wütend ist man auf jeden Fall. Man ist sauer auf sich selbst, so, warum man das überhaupt gemacht hat, ob sich das gelohnt hat. Man kommt so ins Grübeln, klar. So, ja, aber man kann es nicht mehr rückgängig machen, weil in dem Moment, wenn man das macht, dann denkt man nicht an Knast oder sonst irgendwas, man denkt an was ganz anderes. Die Angst ist immer da, dass man rückfällig wird, so, ne? Weil die Sache ist, man sollte niemals nie sagen. Ja. Das ist so eine Sache. So, ne? Und wenn man jetzt, so wie ich, in meinem Fall niemanden hat, der einen aufhalten könnte von irgendwelchen Straftaten oder so, wenn man auf sich allein gestellt ist. Aber Alter, ey, ganz ehrlich, Mann, es ist doch alles. Ja? Und selbst wenn du mit Hartz IV und nur einer Schachtel Kippen am Tag irgendwie klarkommst, das ist doch alles besser als hier, oder? Oder geht's dir nicht so? Ja, natürlich ist das besser. So, ne? Aber ja, ich meine, wenn man einmal hier drin sitzt, dann ist das alles gar nicht mehr so schwer zu ertragen. So, wenn man sich daran gewöhnt hat, weil man gewöhnt sich an alles. So, und auch an Knast. An den Knast gewöhnen, für Steffen unvorstellbar. So, Herr König, Sie werden heute Nacht hier bleiben. Da würde ich Ihnen gerne, weil Sie ja erst inhaftierter sind, so ein paar Sachen mit auf den Weg gehen. Sie sind gegenüber der U-Haft. Da wird es jetzt ziemlich laut heute Nacht, weil die auch keinen Fernseher haben, so wie Sie. Okay. Dementsprechend wird viel rumgeschrien. Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht und bis morgen. Ja, tschüss. So. Eine Nacht im Knast, eingesperrt auf 10 Quadratmetern. Es gibt kein Entkommen. Eine gruselige Vorstellung. Doch Steffen will's packen. Also jetzt ist es gleich soweit. Meine erste Nacht im Gefängnis. Ich bin jetzt nicht sonderlich nervös. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen wegen der Lautstärke, ob das so laut ist, dass es wirklich einem schwerfällt einzuschlafen. Das würde mir schon ein bisschen auf den Sack gehen. Aber ich habe jetzt keine Angst oder sowas. Ja? Ich fühle mich eigentlich mittlerweile recht angekommen hier im Gefängnis. Ich bin hier eingeschlossen, deswegen mache ich mir jetzt auch keine Sorgen wegen den Mithäftlingen oder so. Ich kann aufs Klo gehen. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Von daher bin ich recht zuversichtlich, dass ich die Nacht gut überstehe. Doch ganz so easy, wie Steffen sich das vorstellt, wird's dann doch nicht. Er findet einfach keine Ruhe.
Good morning. Time to get up and go to work. Morgen, Herr König. Ausgeschlafen sieht anders aus. Die Nacht war schrecklich. Also es war jetzt nicht schrecklich wegen Lautstärke oder sowas. Das ging alles, wenn das Fenster zu war, war es überhaupt gar kein Problem. Aber ich... So, jetzt ab. Die Wirbelsäule einfach komplett durchgebrochen. Das ist eine Katastrophe. Ich bin aufgewacht und hätte am liebsten geweint. Jammern ist nicht. Steffen hat eine Verabredung mit dem zuständigen Abteilungsbeamten Herrn Kiendl. Die andere Seite der Gitterstäbe. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ausgerechnet in einem Gefängnis zu arbeiten? Meine Tätigkeit ist zum Teil das Einschließen auch, klar, gehört dazu. Aber darüber hinaus viel sozialarbeiterische Aspekte, viel Gespräche, viel Kommunikation, viel Bauchlage, also Gefühlslage besser gesagt, nach Gesetzen arbeiten. Das waren alles so Punkte, wo ich sagte, ich bin auch ein kommunikativer Mensch, ich kann was Gutes tun. Ich war als Jugendlicher auch nicht gerade einfach. Ich habe mir das auch komplett anders vorgestellt, gerade was Kommunikation angeht und sowas, habe ich nicht damit gerechnet, dass man doch so viel sich auch miteinander unterhält. Ich dachte tatsächlich, das ist eher, ihr seid halt alle Stirnackentypen, die da stehen. Wenn einer muckt, wird da dazwischen gegangen, dass hier Ruhe herrscht. Und ansonsten halt Türe auf, Türe zu. Mit dem stumpfen Wärterjob hat das hier nichts zu tun. Der Jugendknast versucht, die Gefangenen wieder auf die Spur zu bringen. Ein Schulabschluss oder eine Ausbildung im Knast. Für viele eine echte zweite Chance. Aber ich merke natürlich auch, dass die dankbar sind. Für viele ist das jetzt hier so ein roter Faden. Die greifen ja nach jedem Strohhalm, den sie bekommen können im Grunde. Und eine Ausbildung machen zu können, sind die ja große Fans auch davon. Wird auch viel wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Wenn man mal richtig drüber nachdenkt, umso mehr Perspektiven ich den Jungen hier bringe und verschaffe, umso mehr Sicherheit gebe ich der Bevölkerung damit, weil die werden umso weniger rückfällig, weil sie eine Perspektive haben. Und das ist genau, da muss man erstmal dran denken. Man muss immer dieses Große und Ganze sehen. So. Ohne den Psychologen, da wird die Maschine nicht laufen. Oder den Sozialarbeiter wird es nicht laufen. Ohne den Gefangenen sowieso nicht, aber wären wir nicht hier. Aber ohne den allgemeinen Vollzugsdienst, also den Stationsbeamten, der meiner Meinung nach mit dann A und O hier ist, ja, wird hier gar nichts laufen. Aber was draußen dann wirklich passiert, wissen die Beamten nach der Entlassung nicht. Hallo, Herr König. Hallo. Sie werden ja gleich entlassen. Nach 3 Tagen in Gefangenschaft kann Steffen es kaum erwarten, in die Freiheit zurückzukommen. Doch vorher möchte er sich noch von seinen Knastbuddies verabschieden. Ich bin raus. Du ja auch bald. Bald, ne? Ja. Vielen Dank, dass du so offen warst, mich mit hast arbeiten lassen und so. War alles sehr interessant, was ich hier erfahren durfte. Hab ich gern gemacht. Pass auf dich auf, ja? Mach ich. Und kümmere dich um deinen Stinker. Auf jeden Fall. Mach das. Gut. Hau rein, bis dann, Alter. Ne? Bis dann. Ciao. Bleib anständig. Ja. Mach das. Ich versuch alles. Auch Steffen hofft, dass es bei diesem einmaligen Besuch bleibt. Tschüss, ne? Oh, süßer Duft der Freiheit. Ich habe gehört, ja, es gibt den Spruch, schau nicht zurück, sonst kommst du wieder. Deswegen halte ich meinen Blick mal hier schön von dem Gefängnis fern, auf jeden Fall. Das war eine krasse Kiste, 3 Tage, die ich so schnell bestimmt nicht vergessen werde. Mit allem dabei. Hohe Punkte, Tiefpunkte. Ich habe echt viel gerödelt und habe mir viele Gedanken gemacht über die Jungs, die hier drin hocken. Und ich glaube, so für mich die wichtigste Erkenntnis ist, dass es gut ist. Dass es für die Jungs hier nochmal eine zweite Chance gibt, ja? Dass die hier auf die Beine kommen können. Dass man nochmal versucht, die Jungs auf den geraden Weg zu bringen. Weil ich glaube, bei ein paar hat es schon funktioniert so. Und dass die hier nicht mehr landen werden. Das wünsche ich denen auf jeden Fall.